Bauer Springer Turm? Ha! Turm auf A7. Schachmatt. Hallo bei 9,5. Ja, schön wär's mit dem Schachmatt. Ich muss zugeben, ich habe leider gar keine Ahnung vom Schachspielen. Aber ich treffe jetzt jemanden, der solche genialen Spielzüge tatsächlich drauf hat. Das ist Deutschlands jüngstes Schachtalent, Hussein Besu. Hussein ist 11 Jahre alt und spielt Schach, seitdem er 4 ist. Gelernt hat er es von seinem Vater und von seinem Großvater in Syrien und seitdem hat er eine steile Karriere hingelegt. Heute ist er deutscher U12-Meister und seit kurzem gehört er als jüngster Spieler aller Zeiten zur deutschen Nationalmannschaft der Herren. Ich treffe Hussein bei der deutschen Jugendeinzelmeisterschaft, dem wichtigsten Nachwuchsturnier in Deutschland. Hier werden gleich über 700 Kinder verschiedener Altersklassen um Meistertitel kämpfen. Hussein hat bereits 7 Partien des Turniers gespielt, 2 stehen noch an. Hi Hussein, guten Morgen. Hi. Na, wie geht's dir? Gut. Hast du ganz gut geschlafen? Ja. Um was geht's denn jetzt eigentlich noch? Um den ersten Platz. Also, ich muss noch beide gewinnen. Du musst beide noch gewinnen, okay. Dann drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen. Bist du nervös? Nein. Nein? Ein bisschen, aber du rockst das schon. Okay. Toi, toi, toi. Ja. Drück die Daumen. Okay. Um deutscher Meister der unter 14-Jährigen zu werden, muss Hussein die Partien heute und morgen gewinnen. Schafft er das, darf er sogar an der Weltmeisterschaft der U14 teilnehmen. Schon vor der Partie muss sich Hussein gut konzentrieren und deswegen spricht er mit niemandem. Auch nicht mit seinem Gegner Nikita Necetailo. Jetzt geht's los. Und damit sind die Bretter freigegeben. Nikita startet die Stoppuhr. Beide haben jeweils 1,5 Stunden Bedenkzeit für all ihre Züge. Nach jedem Zug wird die eigene Zeit gestoppt. Erst geht's ziemlich schnell hin und her und dann zögert Hussein. Ich frag mich ja, was wohl in ihm vorgeht. Denn das Schachspiel findet größtenteils in den Köpfen der Spielerinnen und Spieler statt. Und wenn ihr genauso wenig Ahnung von Schach habt wie ich, hier ein paar Infos. Jeder Spieler hat 16 Figuren. Ziel ist es, den König des anderen matt zu setzen, das heißt zu schlagen. Die Figuren dürfen allerdings nur nach bestimmten Regeln über das Brett ziehen. Der Turm zum Beispiel darf beliebig viele Felder entlang der Reihen und Linien bis zur nächsten Figur ziehen. Der Springer darf in viele Richtungen ziehen, aber nur wie ein L. Und er darf als einzige Figur über die anderen hinweg springen. Die Spieler versuchen, dem Gegner Figuren abzunehmen, ihre eigene Stellung zu verbessern und die Verteidigung des gegnerischen Königs zu schwächen. Es geht immer darum, die Folgen seines Spielzuges möglichst weit vorauszusehen bzw. zu berechnen. Die Spielerinnen und Spieler der deutschen Meisterschaft scheinen alle hochkonzentriert. Besonders beeindruckt mich dabei eines. Ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass 700 Kinder in einem Raum so ruhig sind. Während der Partie sitzen sie aber nicht nur an ihrem Brett. Immer wieder stehen Spielerinnen und Spieler auf, laufen durch den Saal oder gehen kurz raus. Denn so ein Schachspiel dauert im Schnitt 3 Stunden. Bis es in die entscheidende Endphase geht, können noch mehrere Stunden vergehen. Und in der Zeit zeigen wir euch jetzt mal, wie Hussein sich eigentlich auf so eine wichtige Partie vorbereitet und dafür trainiert. Einige Tage vor dem Turnier habe ich Hussein zu Hause besucht. Bist du schon fleißig am Trainieren? Ja. Wenn du jetzt fürs Schachspielen trainierst, ne? Wie trainierst du das genau? Weil ich kann mir das beim Fußball vorstellen, dass man Elfmeterschießen übt. Aber wie ist das beim Schach? Ich trainiere Taktik, also Taktikaufgaben, Kombination, strategische Stellungen, positionelle Stellungen. Und die übe ich dann meistens mit Büchern. Mit diesem Buch trainiert er zum Beispiel, mit welchen Zügen er eine Partie bei einer bestimmten Stellung beendet. Ich könnte jetzt zum Beispiel überlegen, dass der König rüberkommt. Hussein zieht auf dem Brett die verschiedenen Möglichkeiten. Während eines Spiels muss er die alle in seinem Kopf durchgehen bzw. berechnen. Also klingt für mich viel nach Mathe und deshalb schwer. Bist du gut in Mathe? Ja, ich bin gut. Und was macht dir so am meisten Spaß beim Schachspielen? Also gewinnen mit Style, so mit Angriffspartien macht mir so richtig Spaß. Angriffspartien
Und strategisches Denken macht mir auch Spaß. Dass Hussein darin richtig gut ist, stand schon früh fest. Wie lange hat es gedauert, bis du deinen Vater das erste Mal abgezogen hast? Das erste Mal, wo ich meinen Vater besiegt habe, war mit 5, wo ich 5 Jahre alt war. Nicht schlecht. Besser zu spielen als Erwachsene ist für Hussein nichts Neues. In seinem Verein LSV Turm Lippstadt trainiert er schon seit längerem nicht mehr mit, weil ihm sein ehemaliger Trainer Andreas quasi nichts mehr beibringen kann. Okay, bereit? In einer 5-minütigen Partie Blitzschach treten die beiden gegeneinander an. Hussein zieht super schnell und Andreas, ja, dem läuft die Zeit davon. Jetzt ist die Zeit um und es heißt? Ich habe gewonnen. Wie ist das, seinen ehemaligen oder seinen Schachtrainer abzuziehen, Hussein? Immer diese Frage. Keine Ahnung. Ketten bist schon gewohnt, ne? Tatsächlich. Wie ist es denn, von einem 11-Jährigen abgezogen zu werden? Aus Trainersicht ist das sehr erfreulich. Und aus Spielersicht ist es natürlich immer bitter. Was macht Hussein denn zu so einem guten Schachspieler? Ja, Hussein hat eine unfassbar schnelle Auffassungsgabe und ein außergewöhnliches Gedächtnis. Und wann war der Moment, wo du das erste Mal so gemerkt hast, der hat wirklich ein richtig besonderes Talent? Ja, praktisch vom ersten Tag, in dem er bei uns im Training auftauchte. Er war noch sehr jung, war noch keine 6 Jahre alt. Und er wurde direkt in die fortgeschrittenen Gruppe eingestuft damals und gehörte auch praktisch von Beginn an zu den stärksten Spielern, obwohl die anderen Kinder in der Gruppe damals 4 bis 6 Jahre älter waren als er. Ne? Das Können eines Spielers erkennt man an dessen Elo-Zahl. Das ist die internationale Wertungszahl im Schach. Für jeden Sieg gibt es Punkte. Andreas Elo liegt bei ca. 2000, Husseins bei 2304. Für eine möglichst hohe Elo-Zahl gehen manche Spieler sogar so weit, dass sie betrügen. Vor allem ein Betrugsvorwurf beschäftigt die Schachwelt aktuell. Im September 2022 gewann der Profischachspieler Hans Niemann gegen den 5-fachen Weltmeister Magnus Carlsen. Anschließend warf Carlsen Niemann vor, bei mehreren Schachpartien betrogen zu haben. Das untersucht nun der internationale Schachverband FIDE. Um im Schach zu schummeln, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Meistens werden dafür Computerprogramme genutzt. Zum Beispiel über das Smartphone, über einen Sender im Ohr oder durch Zeichen von Personen im Raum bekommt der Spieler am Brett dann Hinweise für die nächsten Züge. Bei Schachturnieren gibt es deswegen mittlerweile Kontrollen, um sicherzustellen, dass niemand Smartphones oder andere Geräte mit an den Platz nimmt. Auch hier bei den deutschen Jugendeinzelmeisterschaften gibt es solche Sicherheitsmaßnahmen. Husseins Partie geht in die entscheidende Phase. Hussein hat sich einen Zeitvorteil erspielt und auch bei den Figuren hat er die Nase vorn. Aber Nikita kämpft. Doch dann geht es plötzlich ganz schnell. Hussein zieht und setzt Nikita matt. Großer Siegesjubel scheint im Schach wohl nicht üblich zu sein. Hussein verschwindet mit seinem Trainer Matthias Kreimann direkt zur Spielanalyse. Hi Hussein, hallo Herr Kreimann. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Gewonnen. Ja. Wann war denn so der Punkt, wo du gewusst hast, ich gewinne das Ding? In der Eröffnung war es besser für ihn. Aber dann hat er einen Fehler gemacht und dann stand ich auf Gewinn. Der Sieg heute war natürlich sehr, sehr wichtig. Und morgen ist die letzte Runde und hoffentlich gewinne ich morgen. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Vielen, vielen Dank, dass ich dich mal so begleiten durfte. Es war sehr, sehr spannend. Ja. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Schach zu lernen, dann fragt doch einfach mal bei euch in der Schule nach, weil ganz oft gibt es da nämlich auch Schach-AGs. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns einen Kommentar auf 9,5.de hinterlasst. Tschüss und bis nächste Woche. Ich schaue jetzt mal, ob mir irgendjemand Schach beibringen kann. Kann ja nicht sein, dass der immer noch nicht kann. Yes.